Dickermann-Filme, Let's Play Harveys neue Augen mit eurem Razzi. So, wir waren letztes Mal stehen geblieben, dass wir halt hier immer noch in diesem lustigen Ding hier rumrennen, hier im Dorf. Und, ja. Ich weiß nicht genau, was hier weitergeht. Wegkühlen. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Naja, schön und gut, aber wir könnten ja mal eigentlich mal... Was haben wir zu verlieren? Sie erinnerte sie an... sag mal, okay. Binst du denn? Weil nur ein bisschen. Dieser Kälte kann man sich schnell eine Kältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Du hast einen Schnupfen, mein Freund. Ich habe ein Taschentuch. Willst du das haben? Moment. Taschentuch haben? Oh, danke. Was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön, so schön. Ja, okay, liebe Freunde. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Na, wenn er meint, dann nehmen wir uns das Ganze mal. Was tust du denn da? Och nö! Hey! Ein brennender, ein musikmachender und ein besoffener Harvey. Ja, jedes Mal dasselbe. Ich hab wieder vergessen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Ja, Harvey. Wo kommst du überhaupt endlich her? Alkohol trinken. Juhu! Lilly ist Lilly formiert. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Irgendwie hat er gute Probleme, kann das sein? Wagga, wagga, wagga! Gut, das Wagga, wagga, wagga kennen wir mittlerweile auch schon. Aber wir sollten jetzt noch Alkohol-Intus haben, dass wir in die komische Zelle darin kommen und unsere Karte da wieder rausholen. Der werden wir mal tun. Lieber Alkoholpusterautomat, lass uns mal reinpusten. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Es war ja nicht meine Flasche, es war ein Glas. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Wieso macht mir dieses komische Tier Angst? Egal. Ednas Karte. Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme. Und da war sie nun endlich. Die Karte.
Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Ja, etwas. Wie kommen wir jetzt hier raus? Hallo. Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Wir haben es geahnt. Ein Baum, ein Fenster, das haben wir. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach herrje, jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Warte mal. Ich kann Alkohol trinken, Feuer machen. Ja! Du sollst nicht lügen. Ich sehe Harvey und das heißt, es ist Wolkneuel-Time, liebe Freunde. Lass uns Wolkneuel. Das Wolkneuel! Darf ich das nochmal sehen? Aha. Wookie. 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 Ich sehe einen Justizia-Hasen, Harvey, Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Und wieder mal was zum... Das plus
Ja, das ist logisch. Dann... das? Ja, das ist logisch. Wissen wir ja jetzt ja. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Gut, dann werden wir mal. Das ist ja kein Problem. Ja, das ist logisch. Dann den. Ja, das ist logisch. Was machst du denn? Daraus lässt sich... Ja, ja, ich hab's geahnt. Das ist... Das hatten wir schon. Das ist auch klar. Ja, das ist logisch. Aber was ist denn, wenn wir jetzt... Also... Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Was machst du denn da? Daraus lässt... Probier... Das ist alles so einfach, wie du bastelst hier, ne? Also, wenn ich so ein bisschen wie rein rede, ich ja, ein bisschen eher am das denken. Ist logisch. Ja, ja, ich weiß. Was ist denn, wenn wir jetzt... Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Gib dir beim nächsten... Du siehst eh nichts. Na also... Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Ich hab's nicht so mit den Knobeln, wie ihr gerade gemerkt habt. Also ich bin da etwas gerade verzweifelt im Moment. Harakiri. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Okay. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ich lasse dich laufen, aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Na dann, hallo, Freiheit, wir sind wieder da. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause.
Na dann bleiben wir halt zu Hause und gucken uns diese Folge halt nochmal an bei Let's Play Harveys Neue Augen mit eurem Razzi. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.